Dann bleibt am Ende die große Frage übrig, die sich viele stellen oder alle stellen. Wie lange können wir uns diesen Wohlfahrtsstaat in diesem Land noch leisten? Obwohl wir so viel Geld eigentlich haben zum Ausgeben. Aber wie lange kann man sich noch leisten? Und ich sage, es ist die falsche Frage, Leute. Der Wohlfahrtsstaat ist nicht das Problem. Die Leute, die wenig haben und zu wenig haben, sind nicht mein großes Problem. Mein größtes Problem sind die Leute, die von allem zu viel haben, die glauben, dass alles käuflich ist. Die machen mir viel mehr Sorgen. Ja, Uli Hoeneß hat an einem Tag 1 Million verzockt. An einem Tag 1 Million. Das schafft unser einer nicht mal im Monat, wissen Sie? Das sind die Unterschiede am Ende. Ja? Der Geld ist moralisch zersetzend für eine Gesellschaft. Das müssen wir uns vor Augen halten. Kindergärten haben die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten. Die haben, weil die Eltern immer zu spät kommen und die Kinder nicht abholen, dann müssen die Kindergärtnerinnen, die eh so schlecht bezahlt werden und die zurecht streiken. Es ist symptomatisch, nur ganz nur nebenbei, symptomatisch, dass in dieser Gesellschaft ja, die Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt werden als die, denen wir unser Geld anvertrauen. Ne? Das ist symptomatisch. Ja? Nur ganz nebenbei. Und da die Kindergärten das Problem hatten, dass die Eltern zu spät kamen, haben die Gebühr eingeführt. Gebühr 10 Euro pro 10 Minuten. Und was war die Folge? Die Eltern kamen noch später, weil sie gesagt haben, wir bezahlen ja dafür. Das macht das Geld aus uns am Ende. Rücksichtslose Wesen am Ende, das ist das Entscheidende. Das ist das Goldman Sachs Prinzip. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben, das ist das Bankenspiel. Die setzen eine Pistole auf die Brust und die sagen, komm, wir spielen das Bankenspiel. Kopf oder Zahl. Bei Kopf gewinnen wir und bei Zahl verlierst du. 50-50 Chance, komm. Und wir spielen das mit. Man hat in der Immobilienkrise in Spanien hat man eine Sache später gemerkt. Man hat damals die Banken gerettet und man hätte mit dem Geld, was man für die Banken gegeben hätte, hätte man auch den kleinen Leuten das Geld geben können. Die hätten damit ihre Kredite ablösen können, hätten ihr Häuschen behalten können und die Banken wären auch gerettet gewesen. Das ist möglich. Das hat man aber nicht gemacht, weil man sagt, Staaten und Banken sind systemrelevant, aber doch nicht der Mensch am Ende. Und das ist das, was am Ende übrig bleibt. Und da muss man sich eins vor Augen halten, dass Armut gewollt ist in dieser Gesellschaft inzwischen. Das müssen wir, es wird nicht Armut bekämpft, sie wird gefördert. Armut ist ein Geschäftsmodell. Menschen in ungleichen Gesellschaften, die arbeiten 500 Stunden im Jahr länger als in gleichen Gesellschaften. Und das ist wichtig, dass du ein Heer von Armen hast, dass die Leute, die Arbeit haben und die im Wohlstand sich bräsig gemacht haben, immer einen haben, auf den sie herunterblicken können und sagen, oh Gott, so will ich nie werden. Lass mich nur schuften, lass mich nur in diesem Hamsterrad weiter drehen, ich werde es weitermachen. Und dann werde ich zornig in so einem Moment. Und auch traurig gleichzeitig, weil man sich an dieses System und an diese Zustände einfach gewöhnt hat. Und warum stehe ich hier? Weil ich mich einfach daran nicht gewöhnen will. Das ist der Grund, dass ich einfach sage, wir müssen uns das Gewöhnen abgewöhnen. Und jetzt wird es nicht lustig, ich kündige es gleich an. Das Programm heißt hoffnungslos optimistisch und viele fragen mich, warum heißt es denn so? Was macht dich denn noch optimistisch? Sage ich, das Einzige, was mich optimistisch macht, ist, dass die Hoffnungslosigkeit immer mehr um sich greift. Dass die Menschen vielleicht mal dazu kommen, darüber nachzudenken, wenn die Hoffnung. Ich bin eigentlich privat ein ganz lustiger Typ. Sie glauben, Sie nicht, aber ist mir wurscht. Ich will mich nicht gewöhnen. Ich will mich nicht gewöhnen, dass Deutschland Teil einer Kriegsmaschinerie ist. Ich will mich nicht gewöhnen, wenn der Spiegel schreibt, dass Deutschland endlich in der Normalität angekommen ist, wenn er sich an internationalen Kriegseinsätzen beteiligt. Die Beteiligung an Kriegen darf nie Normalität werden. Ich kann es nicht glauben, dass Verteidigungsministerin von der Leyen auf die Frage eines Journalisten, ob denn eine Fußball-WM 2018 in Russland tatsächlich denkbar wäre, antwortet, Deutschland wird auf jeden Fall schießendes Personal schicken. Das ist nichts anderes als die Verharmlosung des Krieges. Ich will mich nicht gewöhnen, dass in diesem Europa das Recht des Stärkeren gilt. Wenn Hunderttausende der Zugang zu Gesundheit, Bildung und einem würdevollen Leben einfach verwehrt werden. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass die Würde des Menschen antastbar ist. Denn die Würde des Menschen steht tagtäglich zu Zehntausenden bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen. Die Würde des Menschen krepiert vor Lampedusa und die Würde des Menschen stirbt im Krieg. Und zwar in jedem Krieg. Weil der Krieg keine Würde kennt. Nicht die der Täter und auch nicht die der Opfer. Ich will mich nicht an die Barbareien der globalisierten Welt gewöhnen. Die Ausplünderung armer Länder, die Waffenlieferung, die Unterstützung brutalster Despoten und Diktatoren. Ich will mich nicht flüchten in den Zynismus derer, die rufen, da kannst du nichts machen. Das war schon immer so. Ich möchte mich nicht abfinden, dass es so etwas wie Alternativlosigkeit gibt, weil es immer Alternativen gibt, weil es das Wesen der Demokratie ist, dass es so etwas gibt wie Alternativen. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der man tatsächlich glaubt, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Menschen, die solche Gedanken haben, als Gutmenschen verspottet werden und verächtlich gemacht werden, ausgerechnet von denen, denen der Zynismus jegliche Empathie so zerfressen hat, dass sie ihre eigene Herzlosigkeit nur ertragen können, indem sie andere verächtlich machen. Ich möchte nicht, dass die Deutungshoheit über die Moral bekommen, die keine haben. Es gibt die Unschuld des Nichtwissens nicht mehr. Wir wissen,
dass der Wohlstand auf Unrecht aufgebaut ist. Wir wissen, dass wir die Erde zerstören und wir können auch längst nicht mehr ignorieren, dass andere arm sind, weil wir reich sind. Wir werden uns nicht rausreden können mit dem immer gleichen, davon haben wir nichts gewusst. Nein, wir werden es gewusst haben. Und ich frage mich am Ende, was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Die, die zugeschaut haben, wie schon so oft? Werden wir die gewesen sein, die einfach weitergemacht haben, weil es so bequem war? Oder werden wir die gewesen sein, die gerade noch mal rechtzeitig die Kurve bekommen haben und die Reißleine gezogen haben, als es noch nicht zu spät war? Ich bin mir nicht sicher, aber eins weiß ich gewiss. Siri hat darauf keine Antwort.